darin, dass sie als einzige Mannschaft der Liga noch nie 0:0 gespielt haben in dieser Saison. Aber der GAK, schwächste Auswärtsmannschaft der Liga, daher versucht man es bei Admira heute mit einem sogenannten Überraschungssturm. Rosenecker ist verletzt, der Stürmer Nummer 1, daher versucht man es mit der Nummer 10, Arminas Nabekovas, erstmals als Stürmer. Wirklich die eisernen, unentwegten Admira Wacker-Fans haben den Weg in die Südstadt gefunden, um ihrer Mannschaft im Kampf gegen den Abstieg beizustehen. Nabekovas also mit Ilarionovs Sturmspitze, Libero Eigner, den Sie hier am Ball gesehen haben, die Manndecker bei den Admiranern Bubermann und Weber gegen die Spitzen Wieger und Ramusch. Kurt Gager versucht seine Mannschaft noch einmal zu motivieren, um dem Abstieg zu entgehen. Hier haben wir den jungen Wimmer. Gute Flanke über Manninger, über Petscher hinweg und schon in der zweiten Minute ein ganz hervorragender Auftakt für die Südstädter. Arminas Nabekovas köpfelt das 1:0. Eine Maßflanke von Wimmer, der ja zu Rapid gehen soll. Nabekovas völlig frei, Petscher nicht da, Manninger nicht da. Und so führt Admira Wacker gegen den favorisierten GAK 1:0. Dann Ramusch. Nach diesem Führungstreffer kommt die Mannschaft aus der Südstadt kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus. Und obwohl der GAK viele Chancen vergibt, nimmt der Trainer Gustl Starek locker. Hier eine Schwalbe von Cech im Admira Strafraum, geht hier spektakulär zwischen Wimmer und Eigner zu Boden, aber der gute Schiedsrichter Sova lässt weiter spielen. Jetzt stürmen sogar die Manndecker des GAK, Brunners, aber knapp vorbei am Tor von Kreisel, der mit Arminas Nabekovas zu den stärksten Admiranern zählt. Hier noch einmal der Fehler beim Pressball von Libero Eigner, aber Brunners kann die Chance nicht nützen. Steinerne Miene, trotz Kaugummi, bei Kurt Gager, dem Admira Wacker Trainer. Er versucht natürlich seine Mannschaft für diesen Kampf gegen den Abstieg zu motivieren, aber das scheint sehr, sehr schwer zu sein, denn die Verteidiger des GAK stürmen und nach einem Schuss von Pötscher der Nachschuss von Ramusch wieder drüber. Da könnte man schon meinen, dass der GAK dann vielleicht, wenn man zu viele Chancen vergibt, doch in einen Konter von Admira Wacker hineinlaufen könnte. Erst gegen Ende der ersten Spielhälfte erfängt sich die Mannschaft von Kurt Gager ein bisschen. Guter Einsatz von Panis, Doppelpass, aber in dieser Situation ist Manninger schneller und er zeigt seine Klasse beim Herauslaufen. Ein 0:2 wäre schon sehr schwer aufzuholen. Hier noch einmal, Pötscher bleibt stehen, aber Manninger ist schneller am Ball als Panis. Der Pausenstand in der Südstadt 1:0, dann beginnt es zu regnen, Sie sehen es an diesen Bildern, aber trotzdem gute Laune auf den dünn besetzten Rängen, denn die Heimmannschaft führt noch immer. Zweite Hälfte beginnt ähnlich der ersten, wieder eine Flanke von Wimmer. Wieder Nabekovas per Kopf, aber diesmal hält Manninger. Fast hätte es den gleichen Auftakt wie zu Spielbeginn gegeben, als Nabekovas aus dieser Situation das 1:0 geköpfelt hat. Die große Frage, so wie hier bei Cech, rutscht der GAK in der Südstadt tatsächlich aus? Gustl Starek reagiert, er bringt nun Sturmspitze Sabitzer, den er nicht gerade liebt, statt Straffner. Davon erhofft er sich doch den Ausgleichstreffer und vielleicht sogar den Siegtreffer. Und Trainer Kurt Gager auf der Gegenseite schickt seine Mannschaft nach vor, die sich nun am eigenen 16er zusammendrängen lässt. Genauso wie die meiste Zeit in der ersten Hälfte. Kaum, dass sich die Südstädter befreien können. Nur ein einziger Konter, der wirklich gefährlich ist. Dieser Wimmer lässt Mitrovic stehen. Könnte jetzt schon flanken, denn in der Mitte ist Libero Eigner mitgelaufen, noch ein weiterer Admiraner. Er schießt ins kurze Eck und diesen Schuss oder Flanke, abgerissenen Pass auf jeden Fall, den bändigt Manninger mit der Fußspitze. Eine Vorentscheidung vielleicht in diesem Spiel, denn so viele Chancen hat der Admira Wacker sicher nicht mehr. Dann Muschek. Weiter Pass auf die rechte Seite, Ramusch von Van Twyver begleitet. Noch immer Ramusch, noch immer Ramusch, Aufsitzer! Und das 1:1 in der 62. Minute. Ramusch, der effektvollste Stürmer des GAK bis jetzt, zum Jubel der wenigen GAK-Anhänger in der Südstadt. Zum 1:1, einem verdienten Ausgleichstreffer in dieser Phase des Spiels. Admira Wacker kommt weiterhin nicht aus der eigenen Hälfte heraus. Jetzt rückt sogar Libero Vukovic auf. Muschek gewinnt den Pressball gegen Bubermann. Ramusch ist da. Und 3 Minuten nach dem 1:1, das 1:2
Der GAK geht in Führung. Kreisel, der mit Nabeko, was wie gesagt zu den stärksten Spielern von Kurt Gager zählte, muss sich geschlagen geben. Hier noch einmal, Bubermann verliert den Pressball, Ramos steht völlig allein und der GAK gewinnt in der Südstadt 2:1. Ja, Tipp 2 also in der Südstadt und der Unglücksrabe der Südstadt ist ganz sicher der Admira-Trainer Kurt Gager. Zunächst hat er geführt, dann hat er verloren und beim Interview nachher wurde dann auch noch angepöbelt. Man hat gesehen, die Mannschaft hat sicher alles gegeben, nur leider Gottes war es heute in der zweiten Halbzeit entschieden zu wenig. Wir haben leider Gottes wieder 1:0 aus der Hand gegeben, aber was soll man machen? Die Chancen da? Ja, wir haben bei 1:0 sicherlich die eine oder andere Chance gehabt auf 2:0, aber leider Gottes haben wir sie nicht verwertet und deswegen ist dann das 2:1 rausgekommen. Das ist der Abstieg jetzt. Naja, mathematisch ist es noch nicht, aber jetzt schaut es natürlich nicht sehr gut aus, das muss ich Ihnen sagen. Es ist morgen eine Vorstandssitzung, da werden wir die Situation nochmal besprechen. Und da wird man sehen, wie die zukünftige Entwicklung ausschaut. Ja, der Abstieg ist fast fix. Naja, es war wieder heute die Chance drinnen. Man geht wieder in Führung, so wie gegen die Austria. Und kann dann leider nicht den Sieg einfahren. Es wäre sehr wichtig gewesen. Aber so wie es jetzt ausschaut, müssen wir aus den letzten 3 Spielen 4 Punkte machen. Was lernen wir daraus? Auch Funktionäre haben es nicht leicht, schon gar nicht Trainer in der Südstadt. Ja, Auswärtssieger können Sie jetzt auch werden, denn Sie können von auswärts anrufen bei unserem Post- und Telekom Austria Gewinnspiel.